Tja, dann geht das halt noch nicht. Was? Ja, Tin. Also ist erst eine Stufe drüber. Gut. Dann müssen wir uns erst eine Eisenspitzhacke machen. Dann ist das so. Kann man irgendwie Eisen und Kupfer mischen zu irgendwie, keine Ahnung, so eine ganz seltsam mysteriösen Vergewaltiger-Sache. Eisiges Kupfer. Oder Kupfereisen. So, dann würde ich sagen, der Kupfer-Johnny, der geht weg. Der muss jetzt weg. Könnte man theoretisch noch eine Truhe machen. Habe ich so viel Holz noch? Nein. Gut. Dann muss ich das anders machen. Oder, ganz verrückte Idee, ich fälle einfach einen Baum. Aber das wäre schon ziemlich schieß. So, erstmal den ganzen Müll weg. Erstmal den ganzen Müll weg. Wir sind so voll mit Müll, das glaubst du nicht. Hier so ein bisschen davon. Kupfer kann weg. Marble kann erstmal weg. Dirt kann weg. Coal Core können wir später benutzen. Raw Pork Chop könnte man einfach mal braten. Was soll der Geiz? Das könnte man öffnen. Da sind Bücher drin. Gunpowder, ein Tough Ellow Bogen, das und das. So, dann kommt der Bogen da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Die Bücher kommen da rein. Ist hier schon mal ein bisschen Ordnung drinne. So, da haben wir ein paar Steine, die können wir nachher benutzen. Die brauche ich auf jeden Fall noch. Diorit-Brust da rein. Dann könnte man das hier nehmen und das hier nehmen. Hätte noch mal ein bisschen Grout. Dann machen wir den und wir machen. Ach, ist alles halb so wild. Hey, lass dich einsammeln. So. Das Buch kann soweit erstmal dann weg. Das brauche ich hoffentlich erstmal nicht mehr. Das Glas kann auch weg. Gehen wir pennen. Ja. Dann würde ich sagen, mache ich auch nicht mehr Eisen, als wir brauchen. Also eigentlich nur ein Erz. Oder nicht? Oder? Achso, und dann wollte ich nochmal schnell eine Axt bauen. Ich mache erstmal nochmal eine normale Axt. Das kann man schon mal machen. Da geht die Welt nicht gleich von unter. Außer, dass die Welt direkt untergeht. Aber das ist ja nebensächlich. Das ist ja sowieso schon vorausprogrammiert, wenn die Menschen existieren. Ein gutes Beispiel dafür sind die Amerikaner. Die werden in den nächsten Jahrzehnten jämmerlich zugrunde gehen. Wirtschaftlich, politisch und in allen anderen Punkten auch. Auch wenn das viele nicht glauben. Aber es ist so. Nicht, dass ich damit ein Problem hätte, ne? Ich bin ja kein Ami. Ah, ja, dann bauen wir uns noch mal kurz eine Spitzhacke. Eine spitze Spitzhacke. Achso, nee, Mist. Wir brauchen das und das und das. Dann machen wir das. Das. Wir machen das. Aufpassen, dass ich das Richtige nehme hier. Ja. Gut, dann kommen die Dinger hier wieder rein. Und wir machen uns direkt eine Eisenspitzhacke. Ich weiß, man kann die Sachen auch irgendwie austauschen und alles, aber muss nicht sein. Eisen Johnny. So. Der Kupfer Johnny, der kommt dann einfach weg. Machen wir uns hier mal eine Truhe nochmal. Die stelle ich einfach hier hin. Da tue ich dann den Peter rein und den Kupfer Johnny. Und den Eisen Johnny. Den Eisen Johnny, den nehme ich mit. Zunächst aber kurz Eisen nochmal nehmen. Von mir aus ein, das reicht glaube ich erstmal. Schmeiß den hier rein.
Und dann können wir... Wobei, der hätte mehr rein müssen. Oh, blablabla. Gib mir mal noch zwei mehr. Dann können wir nämlich gleich einen Eimer bauen. Und haben zusätzlich noch Barren. So, Nahrung wird jetzt wieder knapp. Da müssen wir zusehen, dass wir uns nachher dann noch drum kümmern. Das ist gar nicht so einfach. Mal gemacht. Ich hätte die ganzen Kartoffeln, die wir eingesammelt haben. Haben wir Kartoffeln eigentlich eingesammelt? Ich weiß das gar nicht. Ich habe Kartoffeln eingesammelt, aber ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme hier war oder in den verloren gegangenen. Ich glaube, es war in den verloren gegangenen. Das könnte gut sein. Diese Eisenspitzhacke hier, die ist wenigstens schon mal angenehm schnell. In einem Tempo, mit dem ich tatsächlich auch zufrieden bin. Dass wir jetzt hier reinkommen, das ist natürlich witzig. Witzig, spritzig. Heißt aber auch, dass wir hier noch ganz schön viel zubauen müssen später. Aber gut. Dann ist das eben so. Dass das eben so ist. Weil es halt so ist. Könnt ihr mir folgen? Nein? Okay. Spech. Spech hast du dann. Nicht Pech. Und auch nicht Specht, sondern Spech. Und auch nicht Speck. Wobei Speck wäre jetzt auch nicht schlecht. Speck. Super, jetzt habe ich Hunger. Toll. Toll gemacht, wirklich. Ey, ganz ehrlich, zur Strafe guckst du alle meine Videos. Chronisch. Alle meine Videos chronisch. Du willst oder nicht? Also, ich meine, von Anfang an und dann durch, komplett. Ist mir egal, ob du... Du kannst natürlich auch das Neueste zuerst und dann das Älteste, aber... Nein. Ich würde ganz hinten anfangen bei den ältesten Sachen und dann nicht so durcharbeiten. Das sind so, keine Ahnung, so von Videomaterial kommst du da schon so auf mindestens 20 Tage durchsuchten. Das passt. Das passt schon. Das passt schon so. Das schaffst du. Sommerferien machst du einfach, ne? Wenn die Sommerferien sind dieses Jahr, einfach komplett durch. Tu nicht so. So schwer ist das nicht. Von mir aus kannst du zwischendurch auch mal pennen. Aber sonst nur Tech. Nur Multi-Demon Hunter. Und danach gibt's einen Test. Wenn du den nicht bestehst, ohohoho, dann ist vorbei. Also wirklich, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Okay, ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht gekriegt. Ich weiß nicht, vielleicht hat man das gehört. Vielleicht. So, was ist das jetzt hier? Zink. Okay, ich hatte gerade kurz Bedenken, dass ich doch noch irgendwie ein Kupfer oder so vergessen habe, aber es ist Zink. Können wir den dann schon abbauen? Nee. Ich glaube, das ging erst ab Redstone. Oder frühestens ab Zinn. Was definitiv ein Fakt ist, weil das kommt 100 pro danach. Oder? Ich weiß es nicht. Naja, wir haben 60% schon mal durch. Witzigerweise ist es jetzt seit der letzten Spitzhacke und bei der hier auch synchron. Mining und Skill Level. Letztendlich ist mir das egal, aber trotzdem good to know. Good to know. So. Ich frage mich, wie weit es durch diesen Berg tatsächlich letztendlich geht. Das wird wahrscheinlich ein riesen Tunnel werden hier. Also, da kannst du ganz schön abbauen noch. Also, wenn du Cobblestones brauchst oder so, oder mal eben irgendwie Kohle sammeln möchtest oder so, dann bist du hier, glaube ich, richtig. Oder wenn du unbedingt Diorit brauchst oder Andesit oder Granit. Einfach hier mal eben durchbauen und hoffen, dass man auf eine Ader stößt. Mist. Ach ja, siehst du, da ist schon Granit. Nee. Andesit? Nee. Ich weiß auch nicht. Nee, Granit müsste das sein. Ja, die Spitzhacke wird leider vorher einmal kaputt gehen. Wird leider gleich einmal kaputt gehen. Da ist sie kaputt gegangen. Ach ja. So, was gegessen. Und dann reparieren wir gleich mal eben die Spitzhacke. So, erstmal kurz den hier. Dann den Eisen hier einmal ausgießen. Mache ich ihn dann mal. Hatte ich den Porkchop da nicht noch
Gebraten? Ja. Immerhin etwas. Was hatte ich denn hier noch? Nee, tatsächlich, die Kartoffeln habe ich hier nicht. Das könnte man nur machen. Ich könnte das alles anbauen, aber davon habe ich so nichts. Was sind denn die einfachsten Sachen, die man sich mit Harvestcraft machen kann? Das sind alle schon so Sachen, da brauchst du schon so viel. Salz ist kein Problem, Curry oder Senf haben wir nicht. Bakery wäre auch kein Problem. Hätte man zumindest Veggie Strips. Stock. Pot und Lauch. Gartensuppe. Was macht man denn ein Stock? Okay. Ein Pot machen wir aus dem Stick und Kupfer. Mach ich mal mit Kupfer. War das so? Ja, so ist ein Pot. So, dann nehme ich Knochen. Dann müsste man halt nur Lauch anbauen. Warte mal. Kann ich nur... Ach nee, eine Home kann ich hier gar nicht machen, ne? Tja, was machen wir da? Würde ich sagen, machen wir das und wir machen das. Dann machen wir das. Wir machen das. Und ich glaube, es war ein Stick. Ich hoffe es jetzt einfach mal. So. Haben wir noch Klumpen übrig. Mach ich mal eben kurz einen Mattock. Der Farmer. So. Dann machen wir das einmal so ganz einfallslos. Hier daneben. So, hier Lauch. Dann nehme ich den Knochen ausnahmsweise nochmal ganz kurz. Für Bohnenmehl. Bohnenmehl. So. Machen wir das. Dann machen wir den hier. So. Haben wir 6 Lauch. So. Dann nehme ich den Pot. Nehme den Knochen. Am besten gleich 2. Schon mal was haben. Und dann war das hier. Und dann das hier. Haben wir von mir aus so eine komische Gartensuppe. Was weiß ich. Ach, hier haben wir nochmal ein Fleisch. Das könnte man auch nochmal hier reinwerfen kurz. Scheiß jetzt auf die Kohle, ey, ganz ehrlich. So. Haben wir ein bisschen was zu essen wieder. So, das ist durch. Hier sind nochmal 4 davon. Hier sind nochmal ein ganzer Stack. Dann könnte man eigentlich auch direkt den hier einmal craften. Sind wir jetzt einfach mal so frei. Machen den und machen den hier. So. Noch irgendwas? Das hier, ne? So, und den Rest machen wir dann aus den. Und dann klappt das alles schon. Irgendwie. Dann würde ich ganz gerne erstmal kurz alles ausgießen. Und dann könnte man theoretisch sagen, ich repariere die schon mal hier, die Spitzhacke. Den Eisen-Johnny. Dann könnte man theoretisch sagen, ich mache hier die Drain. Hier das Ding. Hier das. Das kommt weg. Das kommt dann eigentlich hier drüber. Die Sachen können ja eigentlich bleiben. Ich muss hier eigentlich nur... Warte mal. Theoretisch müsste das problemlos gehen hier. Indem ich jetzt hier den setze. Die Drain kurz abbaue.
das hier hinsetze. Ja, genau, das bleibt einfach bestehen. Solange wir den Controller nicht abbauen, brauchen wir eigentlich nicht zu befürchten. So, da müsste man halt nur nochmal dafür sorgen, dass das komplett wird. So, und damit kannst du das dann auch problemlos benutzen. Oh. Machen wir den hier nochmal kurz. Machen den hier. Und machen den hier so. Dann sieht das so halbwegs symmetrisch aus, als wäre das gewollt. Es ist nicht schön, aber es ist immerhin da. So. Dann könnte man das jetzt mal so machen. Mache ich das nicht mal so. Nicht in den Boden rein, sondern einfach mal etwas erhöht. So, als würde man hier an so einer Workbench worken. So richtig hart am Worken sein. Nicht am Twerken, sondern halt richtig am Worken. Auch wenn das vielen weiblichen Zuschauern jetzt hier vielleicht nicht recht sein könnte. Aber das ist dann halt dein Pech. Du blöde Schnäpfe. So, was hat der jetzt für ein Mining Level? Iron, okay. Das leuchtet ein. Das leuchtet Eisen. So, blöde Wortspiele, blöde Wortspiele weg. Ich schaue einfach mal zu, dass ich diese Spitzhacke nochmal schnell upgrade. So lange dürfte das doch gar nicht mehr brauchen. Ne, wir sind schon mal 91%. Diorit haben wir auch erstmal hier weggeschafft. Kohle haben wir auch nochmal da, theoretisch. Lasse ich aber erstmal da hängen. Dass der Gang hier erstmal smooth bleibt. So viel zu, wir sind fertig mit dem Diorit. Da kommt gleich der nächste. Das kann doch nicht angehen. So, plus ein Mining Level und ein Emerald. Ist das gleich erstmal wieder. Okay, das geht noch nicht. Aber wir haben jetzt Zinn. Jetzt können wir Zinn abbauen. Okay. Das macht Sinn. Das macht Zinn. Okay. Jetzt sollte ich es wirklich mal lassen, ey. Bevor ich hier den letzten Abonnenten auch komplett weg scheuche hier. Es tut mir leid. Also eigentlich nicht, aber offiziell tut es mir natürlich leid. So. Dann hole ich mir mal eben den Zinnvorkommen hier. Oh, Zinn. Das reicht mir allerdings noch nicht. Hier ist noch ein bisschen Zinn. Nehmen wir auch nochmal mit hier. Kupfer kann auch nicht schaden. Wieder irgendwo ein Skelett in der Nähe. Hallo. Die können ganz schön einstecken, diese kleinen Viecher, ey. Für ihre Körpergröße. Der kommt hier nicht hoch. So, Zinn. Jetzt können wir nämlich eine Bronzespitzhacke bauen. Oh yeah. Hier auch noch ein bisschen Kupfer mitnehmen. So. Jetzt nicht alles mitgenommen. Oh, du hast doch was übersehen. Ja. Habe ich. Also habe ich nicht, aber ich habe es da gelassen. So, dann esse ich mal so einen von den Dingern hier. Nom 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 nom. Und dann können wir den Eisen-Johnny eigentlich schon wieder wegschmeißen. Das hat sich schon wieder erledigt mit dem Ding hier. Schmeiß ich einfach hier rein. Dann schmeißen wir rein. Was brauchen wir denn mit Bronze? Ich glaube, 3 Kupfer auf ein Zinn. Mache ich das mal so. Dann kriegen wir jetzt entweder 4 Bronze oder 8 Bronze raus. Eins von beidem. Ich denke mal, 8 Bronze müssen da jetzt rauskommen. Da müsste man eigentlich... Möchte, dass das... Wenn man möchte, dass das so ein bisschen... Wobei man hier dann... Ich muss mal ganz kurz was abzählen. Die Schaufel ist natürlich weg. Hier ist ein Durchgang von 3. Da müsste man die Truhen, wenn man denn Truhen haben möchte, eigentlich... gut, ich hole den Eisen-Johnny doch mal ganz kurz raus. Und die müsste man dann eigentlich... hier haben.
So. Ja, warte mal, ich baue mal eben schnell. Eine Doppeltruhe. Stell die mal kurz hierher. Und dann würde ich hier kurz Erze reinschmeißen. Und unten von mir aus Barren. So, dann müsste ich auch gleich mal eben zusehen, dass ich mich hier ausmiste, Alter. So, 8 Bronze. Schön. Schön, schön. Dann nehme ich jetzt die 3 Teile hier. Ich mache die einfach komplett aus Bronze. Was soll's? Ausgewählt? Ja. So, Bronze Stick. Und Bronze Kopf. Und Binding natürlich auch. So. Das kommt dann beides oder alles drei hier wieder rein. Jetzt aber. Und dann bauen wir uns einen Bronze-Johnny. Mann, bin ich einfallsreich. Mann, bin ich einfallsreich. Bronze-Johnny. So. Jetzt haben wir einen Bronze-Johnny mit dem Mining-Level Tin. Tin, man. Allerdings mache ich dann an dieser Stelle jetzt erstmal einen Cut. Genau. Ich werde mich nur mal eben ganz kurz ausmissen, dass ich im nächsten Take dann nicht sage, was soll das denn? Wobei ich glaube, ich brauche erstmal nochmal eine neue Truhe. Das sind ja jetzt erstmal nur so Sammeltruhen, die erstmal nur dafür da sind, um da zu sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Ein Stack behalten wir, das behalten wir auch, das behalten wir auch. Die Knochen kommen hier mit rein. Ja, das sieht doch schon mal ganz aufgeräumt aus. Kann man hier schon mal ernten? Nein, kann man nicht. Okay, das ist dann eben so. Gut, meine lieben Freunde, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Take. Tschüss.